Valodja, Bach und die Engel. Wir gingen über den Hauptweg bis zur Mitte des Dorfes. Von dort aus führte ein schmaler Trampelpfad nach links. Valodjas Datscha war die letzte. Danach kamen nur noch Gras, Hügel und ein paar Birken, soweit das Auge reichte. Wie alle Häuser im Dorf war auch seines ein altes Holzhaus. Er hatte einen kleinen Gemüsegarten, in dem er das Wichtigste anbaute. Daneben befand sich ein Beet, in dem weiße und blaue Frühlingsblumen blühten. Wir gingen hinein und befanden uns zunächst in einer Art langgezogenem Geräteschuppen. Er öffnete die nächste Tür zu seiner Küche. Ich zog den Kopf ein und trat hinein. Als erstes fiel mir die farbenfrohe Tapete auf. Sie war knallgrün mit einem beißenden, orangefarbenen Blumenmuster. Erstaunlicherweise waren nicht nur die Wände, sondern auch die Decke damit beklebt. Das ließ diese noch etwas niedriger wirken, als sie ohnehin schon war. Rechts neben der Tür stand ein alter, hölzerner Küchenschrank. Ihm gegenüber ein Ofen, der auch als Herd diente. Darauf stand ein großer Topf, in dem Valodjas Borscht köchelte. Links der Tür, unter dem Fenster, vor dem eine zart rosafarbene Gardine hing, stand ein wirklich sehr kleiner Holztisch, der mir gerade bis über die Knie reichte. Valodja hatte bereits gedeckt. "Setz dich, Robert", sagte Valodja. Ich nahm auf einem der beiden kleinen Hocker Platz, die in ihren Abmessungen exakt zu dem winzigen Tisch passten. Ich fühlte mich wie in einer Puppenstube. Ich konnte von hier aus durch die nächste Tür in Valodjas Schlafzimmer blicken. Dort stand ein Bett und ein kleiner Nachttisch, sonst nichts. Über dem Bett hingen zwei Fotos. Eines zeigte eine junge Frau von vielleicht 30 Jahren. Auf dem anderen Bild war eine etwas ältere Frau. Die Ähnlichkeit der beiden war unübersehbar. Es mussten Mutter und Tochter sein. Ich ließ meinen Blick noch einmal durch Valodjas Wohnung gleiten und mir fiel erneut auf, wie sauber und aufgeräumt alles war. Möchtest du gern etwas trinken? Wasser vielleicht? Gern, Valodja. Neben dem Ofen stand ein Eimer mit frischem Brunnenwasser. Valodja nahm ein Glas und füllte es. Danach setzte er sich ebenfalls an den Tisch. Tja, Robert, hier lebe ich. Gefällt es dir? Sehr, Valodja. Du hast es wirklich schön hier. Und es ist, wie soll ich sagen, ordentlich? Genau. Naja, das kommt dir vielleicht nur so vor, weil du die letzten Tage bei Pavel gewohnt hast, sagte er lächelnd. Bei ihm sieht es manchmal aus wie nach einer Plünderung. Normalerweise sollte man von einem alten Offizier etwas anderes erwarten. Aber vielleicht ist es genau das. Er war so lange bei der Armee, dass er die Ordnung möglicherweise einfach satt hat. Ich nickte. Pavel ist ein feiner Mensch, erzählte Valodja weiter. Er ist der gute Geist des Dorfes. Immer wenn irgendwer ein Problem hat, mit dem er nicht zurechtkommt, bittet er Pavel um Hilfe. Und er hilft immer. Wir saßen wortlos da, blickten aus dem Fenster und rauchten. Darf ich dich etwas Persönliches fragen, Valodja? Nur zu. Wieso arbeitest du nicht mehr als Musiker? Er seufzte und legte die Stirn in Falten. Weißt du, der Tod meiner Maria hat mich völlig aus der Bahn geworfen, erzählte er leise und deutete auf die beiden Fotografien über seinem Bett. Wir waren 26 Jahre verheiratet und dann kam diese furchtbare Krankheit. Als sie es bemerkte und zum Arzt ging, war es schon zu spät. Ich verstehe es bis heute nicht. Es ging ihr immer gut. Sie war fröhlich und sah blendend aus. Über Nacht kamen dann diese schrecklichen Schmerzen und der Arzt sagte, sie hätte Darmkrebs. Sie solle sich um alles kümmern und ihr Leben in Ordnung bringen, denn ihr bliebe nicht mehr lang. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Wir saßen in der Küche, am Tisch und weinten und weinten. 4 Monate später war sie tot. Es ging alles so entsetzlich schnell. 10 Jahre ist es nun schon her. Valodja standen die Tränen in den Augen und seine Unterlippe bebte. Er zündete sich eine Zigarette an und redete weiter. Victoria, meine Tochter,
nahm sich unbezahlten Urlaub, um sich um mich zu kümmern. Sie hat eine schöne Arbeit in Moskau gefunden, weißt du? Sie arbeitet dort in der Verwaltung einer ausländischen Firma. Die hatten sehr viel Verständnis für sie und sagten, sie solle nach Hause fahren und sich um ihren Vater kümmern, bis das Schlimmste vorbei war. Solange sie bei mir war, ging es mir ganz gut. Aber nach einem Monat musste sie zurück. Auf einmal war ich allein. Weißt du, Robert, ich war in den ganzen 26 Jahren davor nie allein. Meine Maria und ich waren immer zusammen und auf einmal saß ich da in der leeren Wohnung. Da habe ich angefangen zu trinken. Ich sage dir etwas, Robert. Dieses Teufelszeug frisst den Menschen auf. Zuerst frisst es nur deinen Kummer und du denkst, wunderbar, darum habe ich dich getrunken, vielen Dank. Dann frisst es deinen Verstand. Du kannst keinen vernünftigen Gedanken mehr fassen. Du denkst nur noch ans Trinken und woher du das Geld für deine nächste Tagesration bekommst. Am Schluss frisst es dann deinen Körper. Du merkst, dass du immer schwächer wirst und nichts mehr richtig funktioniert. Und wenn du dann den Absprung nicht schaffst, hat der Alkohol die Kontrolle über dein Leben übernommen und du bist verloren. Ich bin damals tagelang nicht zur Arbeit gegangen. Da haben sie mich rausgeworfen. Ende. Meine Klarinette habe ich verkauft, um mir von dem Geld Wodka zu beschaffen. Meine schöne Klarinette, die so wunderbar klang. Eine Schande, jawohl, das ist es, eine Schande. Ich saß da und blickte zu Valodja hinüber, der gedankenversunken aus dem Fenster sah. Er tat mir furchtbar leid. Sag, Robert, du trinkst doch nicht etwa, oder? Unterbrach Valodja die Stille. Nein, ganz selten. Wenn es etwas zu feiern gibt, trinke ich mal ein Glas. Vielleicht ab und zu ein Bier, mehr nicht. Sorge um Gottes Willen dafür, dass es auch so bleibt. Und jetzt ist es an der Zeit, etwas zu essen, sagte er dann. Er ging zum Herd hinüber und holte den Topf mit dem Borscht. Er stellte ihn vor uns auf den Tisch. Aus einer Plastiktüte nahm er ein frisches Brot und brach mir ein Stück davon ab. Hast du schon einmal Borscht gegessen? Nein, noch niemals. Na, dann lass es dir mal schmecken. Alles eigene Ernte. Rote Beete, Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten. Sehr gesund und wohlschmeckend. Valodja hatte nicht zu viel versprochen. Es war tatsächlich fabelhaft. Ich aß zwei große Portionen. Er selbst schaffte nur einen halben Teller. Er habe nicht so viel Appetit, sagte er. Mit zitternder Hand führte er immer wieder langsam den Löffel zum Mund und ab und zu verschüttete er etwas. Ich tat so, als bemerkte ich es nicht. Irgendwann fragte er mich dann, ob ich vielleicht gern etwas Musik hören möchte. Gern, sagte ich. Er öffnete den Küchenschrank und holte einen großen und anscheinend ziemlich schweren Karton hervor. Darin befand sich ein altes Tonbandgerät. Stolz stellte er es auf den Küchentisch und wischte mit seinem Taschentuch den Staub ab. Das Gerät habe der Bruder seiner Frau vor vielen Jahren aus der DDR mitgebracht. Ein sehr wertvolles Geschenk und auch heute noch sein kostbarster Besitz, wie er sagte. Er habe seit langem keine Musik mehr gehört, aber heute sei ihm danach. Er setzte sich wieder an den kleinen Tisch und drückte die Starttaste. Es erklang Luft von Johann Sebastian Bach. Während wir da saßen und der herrlichen Musik zuhörten, wischte er sich ein paar Mal mit seinem Taschentuch über die Augen. Bach sei ohne jeden Zweifel ein großer Künstler und ein wahres Genie gewesen, sagte er hinterher. Aber Genie alleine würde nicht genügen, um ein so wunderschönes Stück Musik zu komponieren. Weißt du, was ich glaube, Robert? Als er damals dieses Stück geschrieben hat, muss ein Engel mit ihm im Zimmer gewesen sein. Ob der gute Herr Bach das nun wusste oder nicht, wer kann das schon sagen? Diese Musik ist einfach zu wundervoll, um von dieser Welt zu sein. Aber was für ein schöner Gedanke, dass sie uns ab und zu besuchen, um uns eine Freude zu machen. Das gibt Hoffnung. Und was wären wir ohne Hoffnung? Er zündete sich mit zitternden Händen eine Zigarette an und zog kräftig daran. Er blickte noch einmal flüchtig an mir vorbei auf das Foto seiner Frau, das im Schlafzimmer an der Wand hing. Meine Hoffnung ist, sagte er dann,
dass wir uns alle irgendwann an einem besseren Ort wiedersehen. Weißt du, Valodja, ich glaube ganz bestimmt, dass das so sein wird. Und wenn wir zwei uns dort eines Tages treffen, dann werden wir gemeinsam Musik machen. Er schaute mich an und lächelte. Das wäre mir eine große Freude und eine große Ehre. Robert, nur wenige Menschen haben mich je so berührt und beeindruckt wie Valodja Musiker. Ich spürte, dass es an der Zeit war, mich von ihm zu verabschieden. Seine Hände zitterten immer stärker und er sah schrecklich blass aus. Ich wusste, dass er niemals getrunken hätte, solange ich noch in seiner Küche saß. Er hätte mich auch niemals gebeten zu gehen, aber ich wusste, dass nun jede weitere Minute für ihn zu einer Qual werden würde. Als ich sagte, dass es nun Zeit für mich sei, aufzubrechen, sah er mich zugleich dankbar und beschämt an. Ich dankte ihm für seine Gastfreundschaft und das köstliche Essen. Bevor ich ging, schenkte er mir ein kleines Notenbuch mit russischen Liedern. Er schrieb mit Bleistift eine Widmung auf die erste Seite. Als Erinnerung an die angenehme Bekanntschaft und einen schönen Tag in Russland. Valodja Musiker. Das kleine Buch steht bis heute in meinem Bücherregal auf einem Ehrenplatz. Der Titel des Buches ist in kyrillischen Buchstaben verfasst. Nadjeschda steht dort. Hoffnung.